Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für saftige Nussecken. Ich finde, die gehören in die Herbst- und Winterzeit unbedingt mit hinein. Und dieses Rezept ist besonders einfach und wunderbar saftig und schnell zu machen. Relativ schnell natürlich. Nussecken sind immer etwas aufwendiger. Das Rezept könnt ihr auch nachlesen und ausdrucken bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch den hier unten in der Infobox direkt unter dem Video oder hier auf dem kleinen i. Geht da unbedingt auch mal schauen. Da stehen dann immer noch andere Tipps und Tricks. Und da gibt es auch noch viele andere Rezepte natürlich. Über 1000 Rezepte. Ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Dazu einfach auch die kleine Glocke hier unten drücken. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Bald haben wir die 100.000 hier voll, die 100.000 Sugars. Wir starten mit der Zubereitung unseres Mürbeteigs. Und für den Mürbeteig benötigen wir 300 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, etwas Salz natürlich, zwei Eier, das sind mittelgroße Eier, 125 Gramm Butter und 150 Gramm Zucker. Und den werden wir uns einfach rasch verkneten und dann eine halbe Stunde schon mal kalt stellen. 300 Gramm Mehl in die Schüssel geben. Hinzu kommt ein Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter und die zwei Eier. Zwei mittelgroße Eier habe ich hier genommen. Wer möchte, kann noch etwas Vanilleextrakt hinzufügen. Oder Vanillepaste oder was auch immer ihr an Aroma möchtet. Einfach so einen kleinen Schuss. Und jetzt können wir alles miteinander verquirlen, bis sich eine krümelige Masse ergibt. Und die werden wir dann mit den Händen noch zu Ende kneten. So, das reicht auch schon. Das wird jetzt langsam schon zum Teig. Da sieht man es, dass es richtig klumpig wird. Und da können wir jetzt besser mit den Händen weiterarbeiten. Macht erstens Spaß und dann ist er auch besser verbunden. Wunderschön. Den Mürbeteig, wenn er jetzt so schön sich verbunden hat, können wir gerade eine halbe Stunde kalt stellen in den Kühlschrank und uns in der Zeit um die Füllung kümmern. Für die Füllung mache ich mir eine Pfanne ohne Fett heiß und röste die 300 Gramm Haselnüsse darin kurz an. Einfach gerade, bis sie duften, dann schmecken sie noch besser, geben ein noch besseres Aroma. Und danach werde ich sie etwas abkühlen lassen und mahlen. So fein oder grob, wie man es möchte natürlich. Wer das nicht möchte oder keine Mühle hat, der kann natürlich auch gemahlene Haselnüsse gleich verwenden und die dann etwas noch anrösten. Das gleiche machen wir dann gleich auch mit unseren Mandelblättchen. Da habe ich 150 Gramm. Die werde ich auch noch kurz anrösten, dann schmecken sie einfach wesentlich besser. Zum Abkühlen am besten auf einen Teller geben dann. Und dann gleich weiter rösten die Mandelblättchen. Pfanne sollte nicht zu heiß werden, nach dem Erhitzen dann etwas runterstellen. Und natürlich kann man diesen Schritt auch weglassen, das geht auch. Manchmal habe ich auch keine Lust, dann lasse ich es weg. Aber wenn ich jetzt ein Weihnachtsgebäck zubereite oder ein Gebäck für einen festlichen Anlass, dann werde ich auf jeden Fall immer die Mandelblättchen und die Nüsse anrösten. Und einfach ohne Fett so ein bisschen wenden und so lange, bis sie etwas bräunlich werden und anfangen zu duften und zu knistern. So, wieder umfüllen auf einen Teller. Und zum Abkühlen beiseite stellen. So, und jetzt gebe ich 5 Esslöffel Wasser in einen Topf. Dazu kommt 175 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Vanillezucker und 200 Gramm Butter. Alles schön miteinander aufkochen lassen. Das reicht auch schon. Und dann können wir den Topf erstmal vom Feuer ziehen. So, und jetzt gebe ich die gemahlenen Nüsse, die Haselnüsse, hinzu. Die dürfen ruhig noch etwas grob sein, teilweise.
gerade mit unterrühren. Und jetzt kommen natürlich auch noch unsere Mandelblättchen hinzu. Die auch noch gerade mit unterrühren. Oh mein Gott. Das duftet sehr, sehr lecker. Ich mache in der Adventszeit gerne noch einen Teelöffel Zimt hinzu. Die Masse einmal noch kurz aufkochen lassen. Ich glaube, ich werde jetzt noch etwas Zimt hinzugeben, definitiv. Einfach noch so ein bisschen, einen Hauch. So, ihr seht, die Masse ist schön dicklich geworden. Das reicht nun auch schon. Jetzt können wir sie vom Feuer nehmen und uns um den Mürbeteig kümmern. Den gekühlten Teig habe ich mir noch mal einmal schön durchgeknetet. Und da er sehr, sehr weich und zart ist, werde ich jetzt einfach direkt auf dem Backpapier ausrollen. Dann ist es nämlich nachher einfacher, den Teig zu bewegen, weil man einfach das Papier schon drunter hat. Das Rollholz etwas bemehlen. Nicht zu viel, sondern einfach so ein bisschen was, dass wir gut klarkommen. Da haben wir auch ein schönes Richtmaß, wie groß unser Teig sein soll. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt kann unser Rechteck auf das Backblech gegeben werden. Und dazu ziehen wir uns den Teig einfach hier jetzt drauf. Und ihr seht, ist schon ziemlich perfekt ausgerollt. Ich mache jetzt gerne immer noch einen Backrahmen drum. Das muss man nicht, aber finde ich dann schöner. Die Schnitten werden schöner und bleiben einfach besser in Form. So, dann kann ich den Backrahmen auch noch mal so ein bisschen ranschieben. Und die Schnitten bleiben dann ganz gerade und man hat keinen Verschnitt. Einfach hier mit den Händen vielleicht noch ganz zart in die Richtung drücken, wenn da noch was fehlen sollte. So, ihr seht, das sieht perfekt aus. Jetzt gebe ich meine Aprikosenkonfitüre hier auf den vorbereiteten Boden. Die habe ich mir gerade ein bisschen warm gemacht und durchgerührt. Und ich habe jetzt hier eine mit Stückchen. Aber ihr könnt genauso gut eine verwenden ohne. Gerade schön mit der Palette verstreichen. Ich habe jetzt hier 450 Gramm Marmelade verwendet. Und jetzt kommt unsere Nussmasse oben auf. Gerade auch schön verstreichen. Und ihr seht, die Mandelblättchen bleiben schon noch sichtbar. Also wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt einfach gemahlene Mandeln. Die könnt ihr auch natürlich etwas anrösten. Aber ich finde, das ist besonders schön an diesem Rezept. Und im Hintergrund heizt jetzt mein Ofen auch schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Die Masse lässt sich so ein bisschen schlecht verstreichen auf der Marmelade. Das ist ganz normal. Das ist bei einer Torte auch nicht anders. Deswegen schauen, dass man die Nussmasse so gut verteilt schon auf die Marmelade gibt. Dann hat man nicht so Probleme damit. Schauen, dass wirklich überall alles schön glatt gestrichen ist. Wunderbar, alles ist wunderschön glatt gestrichen. Und so darf nun unsere Nusseckenmasse für 30 Minuten auf der untersten Schiene gebacken werden bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Und so fantastisch sieht unsere Nusseckenmasse nach 30 Minuten auf unterster Schiene aus. Und wenn die Masse etwas abgekühlt ist, kann sie dann auch geschnitten werden in Quadrate und dann in die Ecken. So, die Nussecken sind schön abgekühlt und ich habe sie schon hier am Rand freigeschnitten. Jetzt können wir den Backrahmen entfernen und sie dann in Streifen und dann wiederum in Quadrate und dann in Ecken schneiden. Also gelockert habe ich schon, jetzt können wir den vorsichtig hochziehen, hoffentlich. So. Meine Schnitte ist nun 36 cm lang. Deswegen werde ich jetzt in Abschnitten von 6 cm einfach hier mal Streifen schneiden. Ich lege das einfach hier ran, dann sehe ich ganz genau, wo ich schneiden muss. Dann habe ich 6 6 cm Schnitten. Und jetzt können wir hier entlang schneiden.
Hier müssen wir jetzt auch auf 6 cm gehen, dass wir perfekte Ecken bekommen. Perfekt. Und jetzt wieder schneiden. Diese hier kann man als Streifen dann verzieren und die anderen müssen wir natürlich noch mal diagonal teilen, das ist ganz klar, damit wir einfach unsere Ecken bekommen. Da gehen wir jetzt einfach hier durch. Wunderbar, unsere Ecken sind fertig. So schön sehen sie aus. Sehr lecker. Man möchte sofort reinbeißen, aber es fehlt natürlich noch die Glasur. Und die werden wir uns jetzt auf die Ecken bringen. So, 200 Gramm Kuchenglasur habe ich hier. Und jetzt können wir einfach die Nussecken nehmen und sie eintauchen an den Seiten jeweils. So ein kleines bisschen, ein bisschen abtropfen lassen. Und dann die andere Seite. Genau, so ist sie fertig und wir können sie aufs Backpapier legen. Ja, und das macht man jetzt einfach mit allen Ecken. Man kann sie natürlich auch nur bestreichen, das geht auch. Wunderschön. So werde ich mich jetzt um alle meine Nussecken kümmern. Und sie dann mit euch zusammen probieren. Sehr lecker, ein ganzer Turm voller Nussecken. Die werde ich sicherlich nicht alle alleine verputzen, aber die Familie freut sich schon drauf. Und ich probiere jetzt eine für euch und zeige euch erstmal in Nahaufnahme, wie sie überhaupt aussehen. Also wirklich wunderschön. Sehr fruchtig und nussig und dabei aber auch dieser wunderbare Mürbeteig, nicht zu süß. Also wirklich sehr, sehr lecker. Das waren meine super leckeren, saftigen Nussecken. Ich finde, sie sind nicht so süß, schmecken wirklich fein. Probiert sie einmal aus. Schickt mir auch gerne eure Fotos, wenn ihr etwas nachgebacken habt, an meinen Facebook- oder Instagram-Account. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken das Video. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß beim Backen. Tschüss!